Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal von RE/MAX Classic Berlin. Heute wollen wir eine kleine Standortanalyse zum Gebiet Tegel, zum Ortsteil Tegel durchführen, neben den geschichtlichen auch auf die Besonderheiten des Bezirks eingehen. Der Ortsteil Tegel befindet sich im Berliner Bezirk Reinickendorf und ist neben Berlin-Köpenick der zweitgrößte Ortsteil in ganz Berlin. Auf knapp 33,7 Quadratkilometern leben hier ca. 33.400 Menschen. Bekannt im Berliner Raum ist Tegel vor allem für den Flughafen Berlin-Tegel, auch Otto-Lilienthal genannt, und den Tegeler See sowie die Greenwich-Promenade, die nach dem Londoner Stadtteil Greenwich benannt wurde. Durch den Tegeler See und den großen Anteil an Grünflächen ist Berlin-Tegel heute für alle Berlinerinnen und Berliner ein beliebtes Ausflugsziel und Erholungsgebiet. Ob Schiffsrundfahrten in die Berliner Gewässer oder ins Umland, Tretbootfahren auf dem Tegeler See oder Minigolf bzw. Picknicken im Freizeitpark Malche, all das kann man in Tegel erleben und unternehmen. Weitere Anziehungspunkte in Berlin-Tegel sind selbstverständlich die vielen Halbinseln und Inseln. Zu nennen wären da zum Beispiel die Humboldt-Insel, die Insel Hasselwerder oder auch die Insel Valentinswerder. Trotz der vielen Freizeitangebote und der großen Erholungsgebiete ist Berlin-Tegel sehr gut an das öffentliche Personennahverkehrsnetz angeschlossen. So verfügt Tegel über mehrere S- und U-Bahn-Stationen und selbstverständlich über zahlreiche Bushaltestellen. Wir wollen nun ein bisschen näher auf die Bebauung von Berlin-Tegel eingehen. Anlässlich der internationalen Bauausstellung 1984 und 1987 wurden am Tegeler Industriehafen die Humboldt-Bibliothek und Wohnkomplexe von verschiedenen renommierten internationalen Architekten erbaut. Diese prägen heute noch das Gebiet rund um den Tegeler Hafen. Das wohl bedeutendste Baudenkmal im Bezirk ist wohl das Schloss Tegel, das auch unter dem Namen Humboldt-Schloss bekannt ist. Das Schloss sowie die Wirtschaftsgebäude, das Gärtnerhaus, das Familiengrab und die Mauer stehen unter besonderem Denkmalschutz und der zugehörige Schlosspark erstreckt sich nahezu bis zum Tegeler See. Ebenfalls erwähnen sollte man die ehemaligen Borsigwerke, die heute zum Teil das Einkaufszentrum Hallen am Borsigturm beinhalten. Nebenher ist Tegel auch ein sehr bedeutender Wirtschaftsstandort. So haben internationale Firmen ihren Sitz. Hierzu gehören zum Beispiel Motorola, MAN Turbo, Borsig oder auch zum Beispiel Herlitz. Diese schaffen in Berlin-Tegel zahlreiche Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Auch zu erwähnen ist noch die Villa Borsig, in der zukünftige Diplomaten ihre Ausbildung erhalten und so auf ihr späteres Berufsleben vorbereitet werden. Geschichtlich gesehen entstand Tegel als sogenanntes Sackgassendorf, das am Tegeler See endet. Die Lage spricht dafür, dass es sich um ein slawisches Fischerdorf handelte. Erstmals urkundlich Erwähnung findet Tegel, das damals noch Tügel hieß, im Jahre 1322. Das Dorf wuchs dann relativ schnell und bereits 1361 finden sich in urkundlichen Erwähnungen auch eine Mühle und eine Gaststätte neben den normalen Wohngebäuden. Seit 1361 gehörte dann auch das Dorf Tügel den Nonnen von Spandau. Ab 1558 bis 1872 war es im Besitz des Amtes Spandau. Und 1773 entstand zwischendrin dann auch das Schlösschen Tegel. Der heutige S-Bahnhof Tegel entstand im Jahre 1893. Im Jahre 1920 sollte der nördlichste aller Berliner Bezirke zunächst den Namen des größten Dorfes, nämlich Tegel, erhalten. Dies wurde dann im Verlaufe des Verfahrens beiseite geschoben und sich stattdessen für den Namen Reinickendorf entschieden. Der Aufstieg zum beliebten Erholungsgebiet erfolgte dann um die Wende des 20. Jahrhunderts, als der Hafen angelegt bzw. ausgebaut wurde und die Tegeler Hafenbrücke errichtet wurde. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben auf dem Kanal von RE/MAX Classic Berlin und bis zum nächsten Mal.